Hans Hirschi, ihr seid Chef Agroline Feldtag. Wir haben bereits gehört vom Franci Imboden, dass die Tage gut angelaufen sind, rechte Zuschauerzahl auch. Vielleicht jetzt bei euch mehr eine spezifische Frage. Wo seht ihr Nischen und Chancen für den Schweizer Ackerbauer in heutiger Zeit? Also grundsätzlich sehe ich gute Chancen für den schweizerischen Ackerbau, weil wir haben grundsätzlich einen sehr tiefen Selbstversorgungsgrad. Und mit diesen Feldeigen möchte ich eigentlich den Bauern aufzeigen, wie man unter Ölenbedingungen die wichtigsten Ackerkulturen anbaut, wirtschaftliche Ertragsoptimierungen vollzieht. Und eigentlich möchte ich den Bauern motivieren, wirklich produzieren, Ölen kontrolliert und vor allem eben auch ertragsoptimiert. Und wenn ich jetzt Kulturen sollte nennen, ist das sicher mal Raps, wo wir beim Hollraps natürlich jetzt mit diesen 2.500 Hektaren mehr Fläche gewisse Chancen haben. Dann sehe ich aber auch die Zuckerrübenbranche, die grundsätzlich häufig am Jammern ist. Aber wenn wir ehrlich sind, mit den heutigen Erträgen, mit den Qualitätszuschlägen, Zucker, Ausbeute, halt eben schlussendlich gleich auch noch einen recht hohen Deckungsbeitrag übrig bleibt. Und dann hat es natürlich Hauptkulturen wie Härtöpfel oder wichtige Kulturen wie Härtöpfel, wo auch der Selbstversorgungsgrad in einem mittleren bis schlechten Jahr rund das Elend ist. Und aus meiner Sicht eigentlich eine höhere Anbaubereitschaft braucht bei den Produzenten. Stichwort Anbaubereitschaft, wo seht ihr im Moment den Zusammenhang mit der Agrarpolitik? Da sagt man häufig, die Agrarpolitik würde den Ackerbau ändern, ein bisschen behindern. Was ist da eure Position? Den Eindruck habe ich auch, ganz klar. Und ich habe das jetzt heute schon an Eröffnungs... wir haben einen Aussteller-Apero gehabt, und ich einen kleinen Anspruch gehalten habe, aber auch jetzt bereits einen Tag durch in der Führung, ein bisschen kommuniziert. Für mich geht es immer mehr Richtung Ökologie, Richtung Ressourcenschutz. Und da habe ich ganz sicher nichts dagegen. Aber schlussendlich muss die Lebensmittelproduktion, der Ertrag, die Landesversorgung im Vordergrund stehen. Und ich kann kombiniert im ökologischen oder im ÖLN-Landbau kann das kombinieren, problemlos. Beispiel Zuckerrüben, wo wir jetzt auch mit Hackvarianten angefangen haben, wo wir ein Drittel bis die Hälfte Herbizid eingespart haben, einmal gehackt haben und die Rüben sind sauber. Wir haben Rapsuntersaatversuche, wo man auch wieder Herbizide reduzieren kann, wo man schlussendlich auch wieder die Ökologie kombinieren mit ÖLN, mit Wirtschaftlichkeit. Und darum muss man nicht einseitig jetzt den Biolandbau hochjubeln und den konventionellen ÖLN-Landbau verteufeln, wie das im Moment gemacht wird, sondern es braucht sicher ein kleines Umdenken im ÖLN, eine kleine Kombination zwischen diesen Produktionsrichtungen. Aber so führt das zum Erfolg und macht Spass für den Bauer, um Kulturen auch mit Hackdurchgängen, mit Untersaaten etc. schön können zu präsentieren. Man muss Politik machen, um das zu fördern. Das ist eine ganz gute Frage. Man sollte, ich darf das nicht so sagen, doch ich sage es jetzt eben gleich. Man sollte Bürokratie definitiv reduzieren. In den Mehrfragen haben wir viel zu viel Bürokratie, wir haben viel zu viel Labelsalat. Schlussendlich ist Swiss-Garantie für mich wichtig. Und die unzählige von Labels, die unzählige von Bürostellen verursachen, die viele Kosten verursachen, schadet schlussendlich der Produktion, weil das Kosten sind, die schlussendlich nicht in die Urproduktion, nämlich in die Produktion reinmarschieren. Und darum müssen wir das Ganze einfach ein bisschen unbürokratischer machen und ein bisschen praktikabler machen. Und das ist aber eine schwierige Gratwanderung, die die Offiziellen vermutlich jetzt nicht so gerne gehört haben von mir. Gut, besten Dank, Herr Hirschi. Ich hoffe, Sie hören das Gleiche und wünschen Ihnen noch gute Zeit. Danke vielmals, Herr Krebs. Merci.